Hallo, heute noch mal ein reines Erklärvideo mit etwas Hintergrund zum Röhrenmuseum. Mir wurden einige Fragen gestellt, wie ich zur Röhre gekommen bin. Ich versuche das heute mal in etwas ausführlicherer Form zu erklären. In der Videobeschreibung sind einige Links zu meiner Webseite, wo auch noch sehr viele Bilder zu dem Thema sind. Wieso heute ein Labervideo? Ganz einfach, ich habe letzte Woche bei der Vorbereitung zum Video zu den Eisenwasserstoffwiderständen versehentlich meinen Neuberger in IOL geschickt und der war jetzt auf seiner Reparatur. Diese wird auch dokumentiert, weil ich voraussichtlich auch einige Sachen erneuern werde. Zum Beispiel werde ich die Gleichrichtung auf Halbleiter umstellen. Das alles wird dokumentiert, deshalb wird es noch 2, 3 Wochen dauern, bis das Video online geht. Und heute geht es hauptsächlich um den Aufbau des Röhrenmuseums. Dieses Video ist so ein bisschen der inoffizielle zweite, dritte Teil des Blitzableiters, weil auch ein bisschen meine Erfahrungen mit eingearbeitet werden, wie damals meine Situation war, was auf den Bildern auf der Webseite zu erkennen ist. Alle Links in der Videobeschreibung. Und wie hat alles angefangen? Relativ einfach. Der Saufkumpan meines Vaters war Bundespostingenieur und hatte dadurch halt Material. Und unter der Missbilligung meiner Ex-Mutter habe ich Zeitschriften bekommen, Elektronikzeitschriften, unter anderem die ELO, die Ausgabe 1187. Und in dieser Ausgabe waren zwei interessante Artikel, für mich interessante Artikel, nämlich zum einen Röhrentechnik heute. Und diesen Artikel fand ich relativ interessant. Es wurde auch vorgestellt, eines der ersten integrierten Schaltkreise, nämlich die Löwe 3NF. Und wie immer bei Röhrenbildern ist es schlechte Schwarz-Weiß-Bilder. Inzwischen kann ich Besseres bieten, nämlich die Röhre im Original. Die Bilder sind in guter Qualität auf der Webseite. Also so sah das Ding früher aus, das war das Bild. Und der eigentliche Schlüsselartikel, der dann, wie es so schön heißt, der Moment der Erkenntnis war, war Hörerlebnis in Röhrentechnik. Ich hatte damals noch überhaupt keine Röhre. Das ist die zweite Seite. Und das Heft ist schon ziemlich ausgefranst, weil es schon einiges auf dem Buckel hat. Das ist übrigens eines der wenigen Originalhefte von mir, die Vernichtungspogrome meiner Mutter überlebt haben. Wie ich schon im Blitzableiter gesagt habe, meine Mutter hat zwanghaft alles weggeschmissen, was mit mir zu tun hatte. Auch Unterlagen von mir und alles, was Bücher oder was auch allgemein aus Papier war, das wurde feinsäuberlich zerrissen und in Müll entsorgt. Das sind die letzten Seiten. Und diese Bauanleitung hatte Bestand aus einem Verstärker, Stereoverstärker, und zwar 2 EL83 und 2 und 4, Entschuldigung, EL84 in der Endstufe. Also pro Kanal je zweimal die EC83. Also zwei Systeme, die EC83 und zweimal die EL84 als Gegentaktverstärker. Ich hatte noch null Röhren und das war damals meine Initialzündung und ich bin damals zu meinem Elektronikhändler des Vertrauens gegangen. Hier kann man den Namen mal sagen, weil den gibt es nicht mehr. Es war Bolz Elektronik in Saarbrücken. Und damals habe ich etwas gekauft. Ich muss noch ein anderes Outing machen. Ich bin auch Barks-Fan. Das war das Einzige, was mir erlaubt war. Comics. Und als Barks-Fan bin ich natürlich auch Inhaber der Nummer 1 von Dagobert Duck, also sein Glückstaler. Und habe auch dann meine eigene Nummer 1 aufgebaut. Nämlich eine ECC 83, so wie es im ELO-Artikel beschrieben war.
Und diese ECC 83 hat die Emmental Nummer 1, weil es definitiv meine allererste Röhre war, die ich besessen habe. Wie bin ich dann zu diesem Verstärker gekommen? Überhaupt nicht. Der Verstärker, also ich hatte damals gar keine Röhre und im Laufe der nächsten Zeit haben sich einige Schuhkartons angesammelt, zwei kleine Schuhkartons mit allerlei Röhren aus dem Elektroschrott, beziehungsweise ich habe es aus Geräten rausgezogen. Damals gab es noch die Unsitte, dass Sperrmüll war und der Sperrmüll wurde morgens um 6 Uhr an die Straße gestellt und dann einmal im Monat von der Kommune abgeholt worden. Und damals war es üblich, dass man sich halt morgens auf den Weg gemacht hat und Geräte halt mitgenommen hat oder wie ich halt ausgeschlachtet habe. Und so bin ich zu meinen ersten Röhren gekommen und ich habe versucht, diese Bauanleitung etwas nachzubauen. Ich weiß nicht, was ich gebaut habe, es war mit allen möglichen Röhren und habe halt durch den Freund von meinem Vater, habe ich halt Bauteile bekommen. Ich hatte ja de facto fast kein Geld und das waren alles ausgeschlachtete Geräte aus der Telekommunikation, also von der Post. Und mit diesen Ausschlachtbauteilen, die ich teilweise mehrfach benutzt habe, habe ich dann meine ersten Geräte auch gebaut. Unter anderem auch diesen Verstärker, allerdings in der Mono-Variante. Und es hat irgendwie funktioniert. Es gab leider es gibt keine Spuren mehr davon. Später habe ich dann angefangen, das war 1991, mein erstes Oszilloskop zu bauen in Röhrentechnik. Wie bin ich zum Oszilloskop gekommen? Ich habe von einem Schulkollegen einen alten Russen bekommen. Dieser hat nicht mehr funktioniert und ich habe den ausgeschlachtet und alle Bauteile benutzt, die noch einigermaßen brauchbar waren. Unter anderem die Bildröhre. Das ist die Originalbildröhre. Mit meiner Verkabelung, mit den Hochspannungskondensatoren, Papier mit Öl getränkt, das ganze System wurde praktisch aus dem Nichts gebaut. Und das ist übrigens die Bildröhre, die Originalbildröhre. Die ist auch verlinkt. Dieses Oszilloskop hat so ein bisschen eine persönliche Bedeutung für mich gehabt und hat auch gezeigt, dass ich praktisch mit nichts irgendwas bauen konnte. Das Interessante war, das Nichts hat dann so ausgesehen. Da ich keine Nobelfassungen hatte, habe ich die Fassungen improvisiert aus Lötschuhen. Ich hoffe, mein Kamerakind kann das jetzt einfangen. Das sind Lötschuhe, die ich zum Norwald-Sockel umfunktioniert habe. Die Oktalröhren habe ich in die Originalsockel aus dem Russen gesteckt. Man sieht auch die russischen Bauteile. Und da ich keine Kabel hatte, habe ich Flachbandkabel aufgedröselt und das als Verkabelung benutzt. Also hier ist eine Originalplatine, so wie ich sie 1991 zusammengebaut habe. Dieses Oszilloskop habe ich dann 1992 vorgestellt bei Jugend forscht. Ich bin damit auf den zweiten Landesplatz gekommen. Das Bild ist in der Videobeschreibung verlinkt. Zu diesem Bild muss ich noch einen Kommentar machen und zwar auch bekennen. Zum einen jetzt, 30 Jahre später, ja, es war Printmaster. Und ich bin so versifft rumgelaufen damals. Das war einer der Gründe meiner Mutter.
Ich habe de facto keine Kleidung bekommen, habe mehr oder weniger aus dem Müll rausgezogen und so bin ich damals rumgelaufen. So komisch es sich anhört, aber das ist so gewesen. Und diese Oszilloskop, jetzt so zu sehen, es hat funktioniert einwandfrei. Und ungefähr einen Monat nach dem Wettbewerb war dann das alte Spiel meiner Mutter, Time to Die. Sprich, der Oszilloskop musste zerstört werden oder wurde zerstört. Und übrig geblieben ist nur das, was ich gerade in der Hand hatte. Und halt das besagte Bild. So war der Start in meine Röhrentechnik. Und dann habe ich angefangen, die besagten Schuhkartons zu katalogisieren. Was auch sehr problematisch war, weil das Internet in der heutigen Form gab es damals noch nicht. Und das Einzigste, was ich hatte, waren die Datenblätterbücher, die ich in der Stadtbibliothek bzw. in der Universitätsbibliothek gefunden habe. Und mit diesen Kurzdatenbüchern habe ich versucht, die Röhren zu identifizieren und dann die Daten aufzunehmen, beziehungsweise dann zu wissen, welcher Typ ist welcher Röhrentyp. Weil das Problem ist, bei Röhren, gerade bei Novalröhren, die Beschriftungen sind sehr schnell verwischt und waren meistens nicht mehr korrekt lesbar. Dass es die ETS-Codes gab, wusste ich damals noch nicht. Und das kam dann zu solchen Effekten. Das hier ist eine ECH 42. Die nannte ich damals XX4. 4, ja. Weil ich den Typ nicht bestimmen konnte. Die Röhre hat zwei Umzüge überlebt mit anderen X-Röhren, die ich damals vergessen habe und die ja zwei Umzüge mitgeschleppt wurden. Und erst beim letzten Umzug hier in dieser Wohnung ist der Karton wieder aufgetaucht. Deshalb hat diese Röhre auch eine sehr hohe Seriennummer, Inventarnummer bei mir, nämlich 7605. Die steht da unter der Saarbrücker Sammlung, also das war eine ursprüngliche Röhre, die ich aus den Schuhkartons gezogen habe und aber damals nicht zuordnen konnte. Ja, so hat alles angefangen. Ich habe zusätzlich noch verlinkt einen kurzen Artikel, wie ich das Röhrenmuseum fotografiert habe. Die Anfänge der Testfotos, wie ich versucht habe, die Fotos zu katalogisieren. Hier sind ein paar witzige Fotos dabei und ganz am Schluss ist noch ein Foto von mir dabei. Das ist irgendwann 2016 entstanden, 2015, 2016, wie ich in der Schwäbischen Provinz eine Senderöhre abgeholt habe. Ja, das bin ich. Der Bart war noch etwas brauner und der Bauch war noch etwa 50 Kilo dicker, aber das bin ich gewesen. Ansonsten gibt es zum Start des Röhrenmuseums eigentlich nichts zu erzählen. Ich habe 2010 angefangen zu fotografieren, also versucht zu fotografieren, bis dann eine vernünftige Möglichkeit gefunden wurde, die Röhren zu fotografieren. Und dann halt ungefähr, wann war das? 2018 irgendwann, war dann die erste komplette Sammlung online. Ja, sonst, ich habe nichts mehr auf dem Tisch liegen. Es gibt vielleicht, wenn noch weitere Fragen sind, nur zu. Einfach in den Kommentaren stellen. Eventuell wird es nochmal ein weiteres Video geben. Aber auf jeden Fall wird es wahrscheinlich im November ein etwas härteres Video geben. Nämlich dann den Versuch, meinen letzten Fluch zu knacken. Nämlich öffentlich Klavier zu spielen. Das ist das Einzigste, was ich bis jetzt noch nicht geschafft habe, aufgrund der Verwünschungen meiner Ex-Mutter. Und das wird jetzt, da arbeite ich gerade aktiv dran und im November hoffentlich
wird es einen öffentlichen Auftritt von mir geben. Und das wirklich Schlimme daran ist, ich singe auch dazu. Bis dahin, das nächste Röhrenvideo kommt dann vielleicht in einer Woche. Der Neuberger vielleicht in 2, 3 Wochen, das Reparaturvideo. Und ansonsten, bis dann.